Dieses Video hier geht um ein nachgestelltes Interview über die Ernährung im Stalag 326. Dies war die eigentliche Ration für einen Kriegsgefangenen an einem Lagertag. Neben Gemüse, Butter, Haferflocken, Wurst, Zucker, Marmelade und Quark waren Kartoffeln der Hauptbestandteil. Ja, schönen guten Tag, Herr Jankowski. Schön, dass Sie heute hier im ehemaligen Arresthaus bei uns sind. Sie waren ja damals Kriegsgefangener im Stalaglager 326 und dazu hätte ich an Sie ein paar Fragen. Also meine erste Frage wäre, wie war es denn mit dem Essen damals? Wir haben ja uns eben schon eine vorgegebene Ration angeguckt und das sah ja recht viel aus. Das Essen sieht wirklich viel aus auf dem Teller, aber wir haben leider nie so viel bekommen, wie uns versprochen wurde. Wir haben auch nicht das, was uns versprochen wurde, aber meistens Suppe und Brot bekommen. Die Suppe war mit schimmeligem Gemüse gefüllt und das Brot war mit Sägespänen angereichert. Also vor uns sehen wir ja jetzt hier ein paar Gegenstände und da habe ich nochmal die Frage, wofür die denn eigentlich sind. Die Box, die man hier sehen kann, ist so eine Art Brotdose. Damit konnte man halt das Mittagessen oder das Frühstück transportieren. Hier drinnen hat man Suppe gegessen oder auch andere Sachen, die halt heiß oder flüssig waren. Und den verzierten Löffel konnte man an die Einheimischen oder Wachleute tauschen und die haben einen dann dafür Essen gegeben. Dann konnte man sich ein bisschen besser ernähren. Die Kriegsgefangenen haben mit solchen Löffeln hier gegessen, die waren dann halt sehr unhygienisch und manchmal auch scharfkantig. Ja, also jetzt meine letzte Frage ist, wie war es denn, wenn man zum Beispiel keine Suppenschüssel oder keinen Löffel hatte? Hat man dann keine Suppe gekriegt oder wie war das dann? Man musste sich entweder eins besorgen oder halt aus den Händen essen, da es bei Suppe sehr schwierig war, da die auch heiß war. Oder man hat sich halt eins von den anderen geklaut, einen Löffel oder eine Schale. Ja, dann hatten halt die anderen. Dadurch ist ein Streit entstanden und ja. Ja, also vielen Dank für das Interview, Herr Jankowski, und ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. Das Brot, was Sie letztendlich bekommen haben, bestand zu einem großen Teil aus Sägespänen.